Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask von Shadow Lord. Ja, im letzten Part haben wir ja uns weiter unten statt umgesehen und langsam gehen mir die Ideen aus, was man hier noch machen kann. Der Rest, die ganzen Sachen, die mir einfallen, die gehen noch gar nicht oder gehen, irgendwie anders und so. Deswegen würde ich jetzt sagen, wird es doch mal langsam Zeit, um die Stadt zu verlassen. Aber nicht um die Quest zu machen, weil dafür ist schon, ehrlich gesagt, wenn wir uns jetzt weiter um die Hauptquest kümmern, da haben wir, glaube ich, keine Schritte mehr. Deswegen, was machen wir dann? Ja, was mache ich jetzt dann? Ich denke mal, ich werde einfach mal so sehen. Ich werde einfach gucken, wie viel ich vorbereiten. Nee, warte mal, ich müsste alles hier von vorne machen dann. Gut, ich habe null Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Ich könnte, glaube ich, genauso gut einfach in die Zeit zurückreisen. So, fertig aus, Mickey Maus. Glaube ich, wäre schon fast die bessere Variante. Oder halt, warte mal, nein. Vielleicht versuche ich doch mal was anderes. Vielleicht kann ich ja hier auf der Insel von Chimina erstmal so ein paar Mini-Sachen machen. So, dafür muss ich in diese Richtung da reisen. Also in die Hauptquest kümmern werden wir weiterhin erstmal nicht. Ja, okay. Gut. Na? Geht doch. Na? Geht doch. Sehr schön. So, dafür müssen wir, glaube ich, in diese Richtung dort. Da haben wir einen Slime. Der Blubbel. Ja, der Blubbel ist mir gerade mal vollkommen egal. Nein, Gebirge nicht, oder? Okay. Oh, und da haben wir auch eins dieser besagten Löcher. Und ab dafür! Mal sehen, was hier Schönes finden werden. Wahrscheinlich nicht viel. Okay. Tach, ansehen. Ich fühle mich, als würde diese Augen mit seinem Blick in sein Herz durchbohren. Was auch immer das jetzt zu bedeuten hat. Flop! Mann, diese Spackungen sind echt nervig teilweise. So, okay. Kann ich das schon machen oder geht das erst später? Ich glaube, das kann ich noch gar nicht machen. Na, komm. Nein. Ah, Mann, Kamera. Wie regen wir nochmal die Kamera, verdammt? Genau. Da sollte jetzt ein. Jetzt glaube ich. Ja. Die glaube ich doch erst mit dem Auge der Wahrheit. Ah, schade. Das wäre zu cool gewesen. Ich dachte, das jetzt hätte schon machen können. Aber, naja. Geht leider nicht. Was will man machen? So, hier haben wir den Strand. Da können wir auch relativ wenig machen. Also hier am Strand können wir jetzt sowieso auch gar nichts machen. Das fällt mich aber gerade auch schon ein bisschen auf. Also, die gehen mal kurz. Ja, Hilfe. Probier ich, dass wir das denn machen können. Das fällt mich doch schon ein bisschen auf. Aber was wir, glaube ich, machen können. Na gut, da haben wir jetzt diese viele Monsterchen. So. Ja, viele Monsterchen haben wir hier. Wow. Ja, sehr viele diese Monsterchen hier. Die machen uns mal eben zu klappen. Wow. Schwing getroffen worden. Ja, komm. Okay. Du, das nächste. Holst du dir, Fräulein? Au! Ich hab abgewehrt! Mann! Schweinerei! Komm her! So. Nicht wirklich viel erreicht. Wollt ein paar Rubine farmen. Das können wir aber, glaube ich, besser tagsüber, wenn ich mich irre. Oder in diesem Loch hier. So. Tschüssi! Jo! Das kann jetzt böse werden. Ich glaube, mit drei Herzen ist es doch ein bisschen.
bisschen zu fies. Aber wenn man sich sicher wie sie, diese Dodongos, kriegt man recht viele Herde, kriegt man recht viele Rubine. So, ouch. Was aber auch gut ist, wenn man halt an diesen Stellen hier. Na Gott, ich mach mal platt. Dann töten wir dich erstmal hier, damit du in die Quere kommst. So. Gut, rauf, rauf, A, rauf, runter, A, rechts. Das war richtig, oder? Rauf, 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 A, rauf, A, rauf, rauf, A, rauf, okay? Nochmal. Irgendwas mache ich falsch. Okay. Rauf, rauf, A, runter, ach. Mein Gott, ist doch nicht so schwer. Dann machen wir mal so. Ich kann echt nichts merken, ey. Aber dafür kriegen wir ein paar Rubine. Von diesen Zeichnungen der Mitte einfach mal. Gibt es entlang der Mauer oder halt an bestimmten Stellen ein paar. Da halt kriegen wir mal wieder Rubine. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen die Mauer hier entlang und mache mal wieder die Karte an. Da stehen wir uns hier sowas von Patex. Wir fliegen hier da eigentlich auch. Na gut, da oben. Ein Satz Herz, da ist auch ein Herz da, oder? Kommen wir definitiv wahrscheinlich ran. Da ist ja Canyon. Ah, ne, das sind 20 Rubine. Oh, da komme ich aber auch nicht ran. Jedenfalls nicht wie. Viel machen kann man bisher nicht. Aber ich mag es auch. Wie gesagt, also was ich auch sinnvoll und sinnlos achten würde, wäre jetzt schon wieder zurückzureisen. Weil ich möchte versuchen, bei den Typen da, in Kuriositätenladen, versuchen ja, was zu bekommen. So, und so. Das sind nämlich unter anderem halt eine Maske. Dafür brauchen wir Geld. So, und hier könnten wir nun Geld kriegen. Okay, Käferchen. Hier ist nichts. Hier ist absolut nichts. Wahrscheinlich brauche ich dafür das Auge der Wahrheit. Oder keine Ahnung was. Oder ich habe einfach irgendwas falsch gemacht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, nochmal hier. Na, und. Irgendwas drin? Nee. Übrigens, die 100 Skulptur, das gibt es hier zum Glück nicht mehr. Ah, eine Bombe. Sehr schön. Haben wir schon mal unsere ersten Bomben gefunden, was überhaupt nichts bringt. Weil wir die nichts können, ist falsch gesagt, aber wir haben doch bisher immer noch die Kapo-Maske. Bisher ist sie nützlich, ja, genauso nützlich wie Bomben. Oh, so ähnlich. Sind schon einmal komplett durch Unbustadt rumgelaufen. Dieses rote Punkt, der da macht mich verrückt. Ich glaube, dieser Vogel war relativ selten und auch relativ gefährlich. Hat aber, glaube ich, auch relativ viele Rubine gegeben. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich irre mich meistens schon. So. Na komm. Na. So. Also. Ja, das ist ja. Wie gesagt, ich glaube, es wäre vielleicht sinnvoller, wenn ich jetzt einfach einen neuen Tageszyklus anfangen würde. Aber dann müsste ich wieder ewig warten, bis ich mir die eine Maske holen könnte. Und das ist die ziemlich nützliche Maske. Weil dadurch können wir halt zwei Herzteile kriegen. Eigentlich brauchen wir die Maske nur für die zwei Herzteile. Ist halt sehr interessant. Die meisten Masken brauchen nur für irgendwelche Mini-Zeit-Quests. Na komm. Na, sehr schön, wieder mal hier. So, ich würde mal sagen, ich versuche mal einfach hier diesen Wanderschiedel da zu machen. Mann. So. Und da gibt es drei Rubine, immerhin. Sehr schön. Habe ich hier gerade nicht zugehört? Ja, nee, ist klar, hier ist also irgendwo eine Kuh. Sie macht nur. So. Da. Was war das denn jetzt schon wieder für eine Aktion, Link? Lorne. Da komm mal her, Fräulein. Freundchen.
komm mal auf mich zu. Wir müssen mal miteinander reden. So. Toll, dann treffen wir dort. Na gut, okay. Dies ist auch nicht so schlimm. Ach, Mann. Paruinchen wieder. Na, komm. Komm. Sehr gut. So. Du da, kommst mal zu mir rüber. So, und verlierst wieder 3 Rubine. Sehr schön. So, haben wir wieder fast Rubine voll. Und ich würde sagen, gleich machen wir mal eben. So, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Komm, 200 Rubine kriege ich auch noch voll. Weil ich hier draußen glaube ich schon fast. Ja. Ach ja. Stimmt ja, verflucht. Dämmerung des letzten Tages. Es bleiben 24 Stunden. Tag. Wahrscheinlich ist das Gegner jetzt in der. Ja, sie ist jetzt weg. Dachte ich hier. Ja, Quatsch. Kann ich die Maske wieder ablegen? Ah, und das Wische sind wieder da. Aber ich habe immer noch keine. Gut. Brauche ich was noch? So hat es aber. Ah, da. Sehr schön. Da kann ich was mit ablegen. Habe ich. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen: Wir geben uns wieder in Umbruchstadt. Der letzte Tag hat schon fast angebrochen. Sehr schön. Und ich werde jetzt mal kurz das Lied machen, was die Zeit. Ein Lied machen, was den Zeitfluss beeinflusst. Da muss man kurz gucken, wie das Lied das Hymn der Zeit nochmal ging. Da, 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 da. Okay. Okay, dafür müsst ihr nämlich. Da könnt ihr was ablegen. Dafür müsst ihr nämlich die ersten 3 Noten doppelt spielen. Thema der Winterzeit. Zur Nacht des. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Aber das ist auch eine gute Möglichkeit. Ah, warte mal. Damit kann man also immer einen Tag überspringen. Ich dachte, es wäre das Lied, den ich halt, komm grad nicht drauf. Wodurch ich halt, die Zeit verschleunigen könnte. Dafür gibt es nämlich auch ein Lied. So, Rubine einzahlen. Wieder. Es geht nämlich wieder, mit dem man halt die Zeit, den Zeitpunkt wirklich manipulieren kann. So, jetzt sage ich mal kurz 200 Rubine ein. So. Ich glaube, kriege ich für dich vielleicht was? Nö. Schade. Dann warte ich mal einfach bis 9 Uhr. Um dann zum Postboten zu gehen, damit wir den auch wieder auf den Beruf bekommen können. Oder warte mal, das kann ich doch machen. Ach, ich würde sagen, ich hole mir nochmal die Rubine und reise zur Nacht des letzten Tages. So, Rubin. Abheben. Ich würde dann 2 Rubine abholen. Wie er sich überhaupt nicht darüber freut, wenn ich Rubine abholen würde, und nur wenn ich einzahle, liegt er auch wohl von der Zinsen, ne? So, weil die Folge. Ach, muss auch die Folge hochgezählt sind. So. So. Ich dachte echt, dass die so da anders funktionieren. Aber es gibt auch ein Lied, mit dem man den Zeitfluss verlangsamen oder beschleunigen kann. Wie der jetzt noch genau funktioniert, sind wir mir gerade nicht sicher. So, letzte Nacht. Ist allein 12 Stunden. Jetzt gehen wir in den Laden Kuriositätenhändlers. Geöffnet 22 Uhr. Toll. Muss ich jetzt irgendwie noch ein paar Stunden rumkriegen. Ah. Das natürlich ist total doof. Dann würde ich einfach sagen, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Sobald es halt 22 Uhr ist. Bis gleich.
So, und nun haben wir es auch endlich. 10 Uhr. Also die sind wenigstens pünktlich. So, Kuriositätenladen. Du solltest doch jetzt genau das haben. Hey. Nur herein. Sieh dich ruhig um. Ich habe auch eine ganz besonders seltene Ware. Mein heutiges Sondergebot ist die Maske der Nacht. Besonders für die bei Nacht und aller Art. Zwar weiß ich nicht mehr, wann sie hergestellt worden ist, aber sie ist auf jeden Fall ein sehr ausgefallenes Stück. Trägst du diese Maske, findest du keinen Schlaf. Du kannst tun und lassen, was du willst. Kannst du doch nicht lassen. Ist das Sondergebot? Gegenstand verkaufen. Sondergebot, ja. So, die 500 Rubine! Scheiße, ich dachte, die kann ich hier schon holen. Oh, Mann, das ist natürlich jetzt blöd. Das ist, sorry, Leute, ich dachte echt, die kostet nicht so viel. Oh, 500 Rubine. Das dauert ja ewig, bis ich mir die leisten kann. Oh, damn it. Damit Scheiße. Ja, das ist jetzt echt peinlich, Leute. Sorry. Oh, das ist doof. Gut, dann zahle ich erstmal die 200 Rubine wieder ein. Mann, das regt mich auf. Das regt mich gerade echt auf. Mann! Ich dachte echt, die wäre nicht so teuer. Holy Guacamole. Wie ich mir die leisten kann, das dauert ja echt ewig. Einmal eine 200 Rubine ist ja gerade das Maximum. Ja, so bitte. Ja. Dann würde ich sagen, reiß ich mal wieder zurück in die Vergangenheit. Speichern unsere Dämmung des ersten Tages zurückkehren. Ja, bitte. So, und dann würde ich mal sagen, Leute, ab dem nächsten Part begeben wir uns endlich mal auf Hauptquest. Na, na, na. Tschüss Bomben, tschüss Dekonüsse, tschüss alles. Ich hätte versuchen können, auch die Sachen zu verkaufen. Naja, egal. Ja? 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 Dämmerung des ersten Tages, es verbleibt 72 Stunden. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, im nächsten Part, wir gehen uns zurück auf unsere Reise. Wir gehen uns endlich mal auf Reise. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, gute Nacht, wie es diesmal wollt. Macht es gut!